Einige Stammspieler im Bundesliga-Team haben heute andere Aufgaben. Jakub Janča zum Beispiel muss nicht die Tore schießen, sondern die Bälle bringen. Salzburg 1 gegen Salzburg 2. Das lockt nicht allzu viele Zuschauer ins Stadion. Und in der ersten Halbzeit sehen die 1440 Salzburger Fans eine gute Regionalligamannschaft mit den besseren Chancen. Das ist zum Beispiel die Nummer 23, Daniel Krenn, der sich hier mal bei Eddie Gustafsson vorstellt. Trainer der Red Bull Juniors ist ein Deutscher, ist Peter Hüberler. Er ist in der Winterpause nach Salzburg gekommen und er sieht in der 37. Minute die nächste Chance seiner Mannschaft. Wieder ist es Daniel Krenn mit dem Schuss. Der Ball wird leicht abgefälscht und da ist das 1:0 durch Daniel Krenn nicht unverdient in dieser Phase des Spiels. Die Bundesliga-Mannschaft wacht dadurch ein wenig auf. Da ist Gonzalo Zarate, Heymann wehrt ab und Jonathan Soriano mit dem Ausgleich in der 44. Minute. Es ist gleichzeitig auch der Pausenstand in einem Spiel mit wenigen Highlights, mit wenigen Höhepunkten und doch eher trister Stimmung auf Seiten von Ricardo Muniz, der in der zweiten Halbzeit auch warten muss bis zur 74. Minute. Cristiano mit dem Freistoß und Ibrahim Sekaya, der Kapitän, mit dem 2:1 und mit dem Befreiungsschlag für das Bundesliga-Team. Ab sofort sehen die Zuschauer eine einseitige Partie. Stefan Hierländer auf Georg Teigl und der hat keine Mühe, den Ball hier im Tor unterzubringen. 77. Minute 3:1. Und für den Schlusspunkt in diesem Stallduell sorgen wieder Georg Teigl mit der Vorarbeit und Jonathan Soriano mit dem Treffer zum 4:1, Salzburg 1, damit im Halbfinale. Ich war selber in der Situation noch vor einem Jahr circa. Ich bin selber noch Juniorspieler, ich weiß genau, wie das ist, wenn man gegen die Profis spielt. Da will man einfach zeigen, dass wir auch dazugehören will. Und ich würde sagen, die erste Halbzeit war einfach mies von uns. Das war ganz klar. Ich meine, weiß nicht, ich grenze ein bisschen an Überheblichkeit, was wir da gemacht haben. Da sind ein paar klare Worte in der Kabine gefallen. Und dann haben wir zum Glück noch klar gewonnen. Es ist für uns schade, was eigentlich dann 4:1 ausgegangen ist, weil wir eigentlich relativ lang ganz gut mithalten haben können. Und darum tut es mir ein bisschen leid, muss ich sagen, dass gerade 4 Tore geworden sind, muss ich sagen. Die Bundesligamannschaft schlägt also die Regionalligamannschaft mit 4:1 und Salzburg darf weiter vom ersten Cupsieg träumen. In diesem Testspiel hat Hartberg zu Hause allerdings gegen Sturm mit 4:0 gewonnen, aber wie gesagt, in dem Testspiel ist es um nichts gegangen. Ganz anders heute, immerhin sind fast 4.500 Fans gekommen, aber nur eine Gruppe, vielleicht 200 Hartberger, die sich in der UPC Arena verlieren. Sturm mit der stärksten Formation von Beginn an offensiv und nimmt das Spiel sofort in die Hand, hat mit Imre Sabic auch die erste Torszene. Franco Foda hat seine Mannschaft gewarnt, ja, den Gegner nicht zu leicht zu nehmen. Und in diesen ersten Minuten ist davon auch nichts zu sehen. Sturm vor allem über die rechte Seite mit Wolf immer wieder gefährlich hier auf Bodul. Aber Torhüter Rindler hält und Walter Hörmann coacht die Hartberger erst im dritten Spiel. Er hat gemeint, ja, man hat nichts zu verlieren. Die Spieler sollen einfach drauf losspielen, sich ein Herz nehmen. Und das tut Manuel Brittl in der 33. Minute. Erzielt der junge Mann das erste Tor, überhaupt sein erster Treffer in einem Pflichtspiel für Hartberg. Abgefälschter Schuss von Burgstaller und es steht 1:0 für den TSV Hartberg. Sturm versucht sofort zu reagieren. Keins. Aber Rindler lenkt diesen Ball noch ins Tor aus. Es fehlt etwas die Lauffreudigkeit bei den Grazern, aber die technische Überlegenheit sorgt für viele Chancen. Wieder ist es Keins ganz alleine hier und jetzt macht er den Ausgleich. 45 Minuten gespielt, Florian Keins nach Vorarbeit von Wolf. Alles wieder offen, keine Chance hier für Jürgen Rindler im Tor der Harzberger. Aber Sturm bringt diese Führung nicht in die Pause. Den 46 Minuten gespielt, Stefan Rakowitz auf der rechten Seite nimmt sich ein Herz, schießt und das ist die neuerliche Führung für den erste Liga-Club aus der Oststeiermark. 2:1 Pausenführung gegen Sturm, das ist schon ein Teilerfolg für die Hartberger und nach Seitenwechsel Keins auf Bodul, aber etwas zu lässig will er das machen. Und nun reagiert Franco Foda, macht seine Mannschaft noch offensiver, bringt Okotie als dritten Stürmer für Mittelfeldmann Koch. Okotie auf Keins, der tanzt hier durch die Abwehr und 2:2 in der 69. Minute.
alles wieder offen. Aber es ist jetzt auch ein offenes Spiel zwischen Sturm, verunsichert und zaghaft und den mutigen Hartbergern. Nächste Sturmszene aber durch Sabic, Jürgen Rindler auf dem Posten. Ganz sicherer Schlussmann, so wie auf der anderen Seite Christian Gratzei hier gegen Adilovic. Auch er muss gegen Hartberg einige Male sein ganzes Können aufbieten. Dann die 86. Minute, Foul von Florian Kainz. Schiedsrichter Muckenhammer zeigt ihm zum zweiten Mal die gelbe Karte. Das ist gelb-rot, Sturm einen Mann weniger. Und hier ein schnell, frisch gefertigtes Transparent. 11 Hydranten raus, 11 Löwen rein. Das ist der Kommentar der Fans. Aber ganz im Gegenteil, es muss noch einer raus. Dominik Bürcher verletzt sich. Und ab der 108. Minute Sturm nur mehr zu neunt. Und dann packt Christian Gratzei zu, hier im wahrsten Sinn des Wortes. Schiedsrichter Muckenhammer gibt sofort 11 Meter nach dieser Attacke von Gratzei an Andi Dober. Und er ahnt wohl, was nun kommt, nämlich ein Elfmeter, bei dem Lukas Mössner Christian Gratzei verlädt. Und nach 113 Spielminuten liegt wieder Hartberg in Führung 3:2. Kann sich Sturm noch einmal aufbäumen? Kommt Sturm noch einmal zurück? Nein, im Gegenteil. Kremsl mit einer schönen Einzelaktion lässt Burgstaller aussteigen, legt auf für Ismaili und der schiebt den Ball in der 120. Minute mit dem Schlusspfiff ins Tor. Walter Hörmann feiert mit den Hartbergern eine Sensation. Und während Sturm mit hängenden Köpfen das Spielfeld verlässt, feiert Hartberg und Sturms Frankophode ist enttäuscht. So darf man sich nicht präsentieren. Das war heute Sturm unwürdig und bin sehr enttäuscht von der Mannschaft. Und das war ich eigentlich in meiner 6-jährigen Trainerzeit noch nie, aber heute ist es der Fall. Das hatte nichts mit Einstellung und Herz zu tun, Leidenschaft. Das hat uns absolut gefehlt und deswegen haben wir dann am Ende auch verdient verloren. Nachdem wir eine katastrophale Saison spielen, ist das wirklich ein bisschen ein Balsam auf der Seele für uns. Und wir haben halt wirklich, ich glaube, Sturm hat natürlich sehr viele Chancen gehabt. Wir haben ein großes Glück gehabt, muss man auch sagen, aber zum Schluss war es nicht ganz unverdient, glaube ich, nachher. Für Hartberg einer der größten Erfolge der Clubgeschichte und für Sturm wird es nun ganz schwierig, das gesteckte Saisonziel, einen Europacup-Platz, über die Meisterschaft zu erreichen. Die Austria aus dem Wettbewerb zu schmeißen. Und da lag der wesentliche Unterschied. Die Austria hat aus minimalen Möglichkeiten das Optimale herausgeholt, hat 2 Tore erzielt in der ersten Spielhälfte. Die frühe Führung nach 8 Minuten durch Jun und dann macht Ortlechner in der Nachspielzeit der ersten Spielhälfte das 2:0 für die Gäste, also auch Spielglück, was den Spielverlauf betrifft für die Wiener Violetten, kann man das so sagen? Am richtigen Zeitpunkt, aber hier ist natürlich Lustenau sehr beschuldbar, die 2 Tore. Beim ersten Tor zwar abgefälscht, aber nicht richtig attackiert und hier muss der Ortlechner einfach direkt am Mann genommen werden. Ist nicht passiert und dann gehst du in der Halbzeit mit 2:0 Rückstand und das ist natürlich schwer. Sie nach dem 2:0 gedacht, dass es noch einmal so eng werden kann? Ja, wir haben gewusst, wenn wir noch irgendwie ein Gegentor kriegen, dann ist es natürlich nicht einfach hier, weil wir gewusst haben, dass auch die Zuschauer dann wieder aufkommen und die Mannschaft nach vorne peitschen. Sie sind bei Standard sehr gefährlich und somit war es in der Halbzeit schon klar, dass man, wenn wir Gegentreffer kriegen, dass es noch ganz eine heiße Partie wird. Ja, und genauso ist es dann auch gekommen. 20 Minuten waren gespielt in der zweiten Spielhälfte, als die Lustenauer Hoffnung wieder größer wird. Anschlusstreffer durch Jan Zwischenbrugger zum 1:2. Ja, mehr wie verdient. Ist für uns gut gewesen, der Beobachter vom Spiel. Aber ja, das war nur der Anschlusstreffer. Sie haben kein Kapital daraus schlagen können, aus dem Übergewicht, was sie gehabt haben im Spiel. Und dann haben sie nicht echt ein 100%iges mehr gehabt, weil die Austria war fällig. Aber wie gesagt, kein Nachdruck, keine Tore. Lustenau hat 93 Minuten gekämpft, gerackert, gespielt und dennoch verloren. Sascha, wie groß ist der Frust? Ja, jetzt gleich nach dem Schlusspfiff was zu sagen, ja, ist schwierig, ich bin enttäuscht. Ich glaube, wir waren auch nicht die schlechtere Mannschaft. Wir haben gut mitgespielt, aber ja, leider haben wir 2:1 verloren, können wir uns mal leider nichts mehr davon kaufen. War es nur Pech oder das Glück der Austria oder waren letztendlich doch andere Faktoren auch entscheidend, dass die Austria im Halbfinale steht und nicht Lustenau? Ja, ich glaube, sie haben einfach aus 2 Standards 2 Tore gemacht. Mina aus einem Standard hat nur 1 Tor gemacht. Ja, dass so eine Mannschaft natürlich abgezockt ist, das haben wir gewusst. Die haben natürlich sehr früh, oder unglückliche Zeitpunkte, haben wir natürlich Tor gekriegt in der kleinen, ich glaube in der 10. Minute und gleich dann drauf in der 46. Minute. Das war natürlich psychologisch für uns schwierig da in der Kabine. Aber ja, ich glaube, wir brauchen uns nicht schämen für die Leistung heute. Wir haben gekämpft bis zum Umfallen, alles gegeben, leider hat es nicht gereicht.
beiden Spielen hat er als Joker getroffen, Roland Linz, da ist er relativ spät gekommen. Heute haben sie 45 Minuten Zeit gehabt und nichts ist mit dem Tor geworden. Heißt das fürs Derby, die letzten 10 Minuten wieder dran kommen und da ein Tor schießen? Alles offen, ich hoffe natürlich, dass ich beim Derby gleich von Anfang an dabei bin. Aber heute war wichtig, dass wir gewonnen haben. Ich glaube, die zweite Halbzeit hat man nicht wirklich gesehen, wer jetzt Erstligist oder Zweitligist ist. Die haben wirklich sehr gut gespielt, haben uns unter Druck gesetzt. Aber wir haben Gott sei Dank das über die Zeit gebracht und sind froh, dass wir in der nächsten Runde sind. Trotzdem, wie ist es zu erklären, dass sich die Austria, obwohl sie gewonnen hat, eigentlich spielerisch überhaupt nicht zur Geltung setzen konnte? Ich glaube, dass wir sehr defensiv aufgestellt waren. Da war es natürlich sehr, sehr schwierig, dass man nach vorne kommt. Und ich glaube, das ist das Problem momentan, aber wir werden natürlich dann arbeiten, dass wir auch schneller nach vorne kommen, dass wir schneller umschalten und dann wird das auch wieder funktionieren. Danke sehr. Salzburg gewinnt das Stahlduell gegen die Juniors 4:1. Hartberg wirft Sturm in der Verlängerung aus dem Bewerb. Der Austria gelingt die Revanche in Lustenau und schon gestern hat sich Ried in Grödig durchgesetzt. Das Halbfinale steht dann Anfang Mai auf dem Programm. Die Auslosung erfolgt am kommenden Sonntag in Sport am Sonntag.